den Start. Verehrtes Publikum, ergötzt euch an der unheilvollsten Unterhaltung, die das Unterreich zu bieten hat. Ich, Bayloth, der Unterhaltungskünstler, lade euch hiermit ein, mein neuestes Spektakel zu bewundern. Die schwarzen Gruben. Oh Gott, Bayloth. So, Black Pits ist dieses Pseudo-Expansion, die keine Story hat. Neues Spiel, Charakter erstellen, Spiel laden brauchen wir nicht. Neues Spiel würde ich sagen. Aber wir können eine ganze Gruppe erstellen. Also Meryl, Talana, Kalos, Rian, Andor und Zenric. Klickt auf ein Porträt, um die Werte des Charakters einzusehen. Es steht euch frei, einen Charakter zu entwerfen und einen eigenen zu erstellen. Einen Charakter zu entfernen. Also wir haben hier eine Kämpferin. Mhm. Die ausbalanciert ist. Wir haben eine Magierin mit Skis Bild. Wir haben einen Barbaren. Wir haben eine Talos-Priesterin. Wir haben einen Bogenschützen. Okay. Und wir haben einen Illusionist. Ja gut, ich würde mal sagen, wir gucken noch so 10... 15 Minuten hier rein. Was uns die schwarzen Gruben so zu bieten haben. Schwierigkeitsgrad, D&D-Regeln bitte. Und losziehen. Was? Was? Wo sind wir? Wer hat mir was ins Getränk getan? Eben noch war ich in der Taverne und sprach mit Myrna. Hey, diese Leute habe ich dort auch gesehen. Wir sind in einer Art Kampfring. Obacht, Monster! Ich bin hier. So, gucken wir mal. Mit was sind wir ausgerüstet? Mit Keulen, Bogen, Dolch, Keule. Wie sieht's mit Zaubern aus? Zwei magische Geschosse für dich. Für dich, ist ein Schutz vor dem Bösen nicht schlecht, ein Furchtbannen. Und eine leichte Wundenheilung. Wobei Schutz vor dem Bösen ist ja nur auf eine Person, also brauchen wir nicht so unbedingt. Ah, für dich auch ein. Du kannst noch nichts, du kannst gar nichts, okay. Weiter mit Kampf! Weiter mit Kampf! Weiter, Männer! Ich bin hier. Okay. Ein paar Tastwörter. Ihr habt bestanden. Wir haben bestanden. Juhu. Und nun? Ah, diese Gruppe. Sind sie schon wach? Auf! Steht auf, verdammt nochmal! Reißt euch zusammen, ihr verlausten Faulenzer! Stillgestanden! Salutiert vor eurem neuen Meister, Bayloth, dem Unterhaltungskünstler! Und nun? Ah, diese Gruppe. Sind sie schon wach? Auf! Steht auf, verdammt nochmal! Warum lese ich das vor? Er hat's doch gerade gesagt. Ihr solltet mir dankbar sein, denn eure bislang bedeutungslosen Leben sind im Begriff, ungleich aufregender zu werden. Und vermutlich sehr viel
kürzer. Aha. Eine unglückliche Wendung des Schicksals hat euch hierher verschlagen. Nun, unglücklich für euch. Besorgt euch etwas Ausrüstung und macht euch kampfbereit. Najin, mein treuer Sklave, kümmert euch um sie. Und denkt daran, ihnen etwas Taschengeld zu geben. Nehmt diese Münzen. Sprecht anschließend mit den hier versammelten Händlern, um euch auszurüsten. Sobald ihr bereit seid, meldet euch bei Meister Velos. Und versucht nicht zu fliehen. Sonst wird er mir befehlen, euer Leben auszulöschen. Wo sind wir? Was geschieht hier? Ich verlange eine Erklärung. Also gut, ich werde tun, was ihr wünscht. Versucht es und euer Leben wird... Es wird euer Leben sein, das ausgelöscht wird. Nehmen wir die Eins. Ihr wurdet von Velos in seine Inselfeste gebracht. Wir sind an einem Ort, den man die Schwarzen Gruben nennt. Gegraben von dunkelzwergischen Sklaven. Euer Los ist es, Schaukämpfe zur Unterhaltung von Velos Gästen auszutragen. Ich habe eure Fragen beantwortet. Nun macht euch kampfbereit. Mir scheint, ich habe keine Wahl. Ich werde tun, was ihr wünscht. Warte, Belov hat euch als Sklave bezeichnet. Zusammen können wir uns gegen ihn stellen. Ich bin durch einen niemals endenden Geas gebunden. Wäre dem nicht so, hätte ich Belos schon lange abgeschlachtet. Ich bin durch einen niemals endenden... Ja, okay. Ich kann euch hören! Macht euch kampfbereit, Sterbliche! Wenn ihr bereit seid, eurem Schicksal ins Auge zu sehen... Sprecht mit Belos! Auch ich spüre die Wirkung dieses niemals enden Gs eines Tages. Und da haut sie einfach ab. So, wen haben wir hier? Also erstmal haben wir hier die Waffen, die wir verkaufen können. Was wollt, wird erledigt. Machen wir es lieber so. Sie ist eine Talos-Priesterin. Dann sollte sie eigentlich hier nach vorne. So. Ihr seht wie Waffenhändler aus. Rüstungshändler. Stiefelhändler und so. Belfair Blaufinger. Dingur der Zornige. Der ja, Brauer. Oh wird Gott, okay. Was? Oh, mehr von eurer Sorte. Also gut, ich beschaffe euch, was auch immer ihr braucht. Mein Name ist Devlin Tarlon. Ich handle vornehmlich mit Fernwaffen. Was kann ich euch bringen? Wie seid ihr hier gelandet, Elf? Ich verschwende besser keine Zeit mehr damit, mit euch zu sprechen. Belos wird mir noch mehr wehtun. Ich bin ein Sklave seines Willens. Bitte lenkt seine Aufmerksamkeit nicht auf mich. Ihr seid ein nervöser Geselle. Was hat Belos euch angetan? Vergesst, dass ich etwas gesagt habe. Kauft einfach etwas, bevor er rüberkommt. Ich will ihn nicht weiter verärgern. Dann kaufen wir mal. Für dich kaufen wir mal 4 Stacks Pfeile. Okay. Nochmal 4 Stacks Pfeile. Du kriegst eine Schleuder. Du kriegst eine Schleuder. Und 12 Stacks Munition. Nochmal 12 Stacks Munition. Ja, das ist ja alles nichts wert. Okay. Ich bin wird erledigt. Gut. Was wollt ihr? Wird erledigt. Sie ist Waffe und Schild, Axt und Langschwerter, hat aber eine Keule, also brauchen wir ein Schwert auf jeden Fall für sie. Ihr Narren habt keine Ahnung, wo ihr hier reingeraten seid. Rüstet euch am besten so stark wie nur irgend möglich.
Ich kann euch dabei helfen, sofern ihr es euch leisten könnt. Was macht der Dürger wie an einem solchen Ort, obwohl mit einer derartigen Insomine passt ihr gut hierher? Es gibt hier nicht mehr viel zu lachen, seit dieser Drow seine Monster auf uns losgelassen hat. Was nie passiert wäre, wenn wir auch nur einen ehrbaren Mann in unserer Mitte hätten. Mit wem redet ihr? Niemandem, der zählt, niemandem, der zuhört, niemandem, der mir antwortet. Ihr schaut dort zu dem Dwagger rüber, der die leichten Rüstungen verkauft. Wer ist er? Seid ihr zum Tratschen gekommen oder wollt ihr Waffen? Zum Tratschen, aber ich sehe, ja, ihr seid schon am Ende, also lebt wohl. Nee, zum Kaufen, okay. Also ein Langschwert für sie. Ich sollte mal gucken, was die überhaupt können. Zweihänder eher und sie Kriegshammer. Also Zweihänder und Kriegshammer bitte noch. Ihr Narren habt keine Ahnung, wo ihr hier reingeraten seid. Rüstet euch am besten so stark wie nur irgend möglich. Ich kann euch dabei helfen, sofern ihr es euch leisten könnt. So, und ein Kriegshammer für sie. Erst einmal. Ja, wird erledigt. Was wollt ihr, Eindringlinge? Wenn es keine leichten Waffen sein sollen, dann verschwindet. Kommt schon, wir sind doch beide im selben Lage. Was scheitert an etwas Nettigkeit? Ihr habt dabei eine miese Stimmung. Vermutlich ist das normal, wenn man von einem Drow versklavt wird. Ich bin nicht mehr Sklave, als ihr es seid. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Was meint ihr mit dem vielleicht sogar ein bisschen weniger? Ich meinte nur, dass... Es ist egal, was ich meinte. Ihr seid ebenso ein Eindringling wie Baelor. Dieses Gebiet gehört allein meinem Volk, den Dwelga. Interessant, zum Geschäftlichen. Also was bietet ihr zum Verkauf an? Ach ja, solche Sachen. Was für Waffen können die eigentlich nahkampftechnisch? Du gar nichts. Du Dolch und du Schleuder. Du bist ja eine Klasse. Du bist einfach nur Magier. Okay. Du warst der Illusionist, genau. Ich werde erledigt. Der Tag kommt schon bald. Und dann wird Baelos bezahlen. Wer da? Mehr nutzlose Gefangene für die schwarzen Gruben? Seid ihr gekommen, um meine Schriftrollen zu kaufen? Ich brauche wieder tabakische Schriftrollen. Was habt ihr anzubieten? Ich komme nicht umhin, euer Gemurmel zu hören. Das ist einer dieser Momente, in denen ich denke, ich sollte besser einfach gehen. Ich murmle nicht. Ich plane. Ich schmiede Ränke. Und ich warte auf den rechten Moment. Wofür? Für Rache natürlich. Baelos Geas kann nicht ewig anhalten. Egal, was er behauptet. Sobald ich frei bin, wird er für meine Knechtung bezahlen. Ihr seid nicht der Einzige, der da versklavt hat. Die anderen kümmert mich nicht. Ich werde derjenige sein, der den letzten Tropfen Leben aus dem Hals dieses Magiers pressen wird. Und wehe all jenen, die mir diese Rache nehmen wollen. Ihr scheint sehr engagiert, oder vielleicht solltet ihr sehr engagiert sein. Wie dem auch sei, lass uns das Thema wechseln, wir vom Schriftrollen sprechen. Da werde ich euch nicht im Weg stehen. Zeigt mir eure Waren. Also Schutzrollen und jede Menge Zauber, die wir gerade nicht brauchen. Können wir hier rasten? Ja. Gut. Brauer. Zum Gruß, Oberflächenbewohner. Wenn ihr Tränke braucht, dann kann euch mein Freund hier etwas Besonderes zusammenbrauen. Mein Name ist Belfar. Euer Freund ist ein entsprechender Riesenpilz. Er ist kein einfacher Pilz, sondern ein fühlendes Wesen, das man Mykonid nennt. Es überrascht mich nicht, dass ihr bislang noch keinem begegnet seid. Die meisten leben in den tieferen Ebenen des Unterreichs. Dort unten habe ich auch diesen netten Kerl kennengelernt. Ich war an einer ungünstigen Stelle falsch abgebogen und geriet in ein lebensgefährliches Pilzfeld.
Wäre der Brauer nicht mit einem seiner wundersamen Elixiere zu meiner Rettung geeilt, wäre ich gestorben. Der Brauer, ist das sein Name? Nein, sein Name besteht aus einer kurzen Sequenz bestimmter Sporen, welche von den meisten Leuten kaum wahrgenommen, geschweige denn verstanden werden können. Aber wir sind schon so lange zusammen im Unterreich unterwegs, dass ich seine Sporensprache inzwischen für andere übersetzen kann. Sein voller Name bedeutet in etwa so viel wie scharf riechender Brauer wunderbarer Schlucke. Und das ist nicht mal sein richtiger Name, den selbst ich nicht ganz verstehe. Wie seid ihr hier gelandet? Nachdem mich mein Freund gerettet hatte, sind wir eine Weile zusammen durchs Unterreich gewandert, um seltene Zutaten für seine Tränke und wertvolle Edelsteine für mich zu sammeln. Doch noch bevor wir genügend davon gefunden hatten, hat Baylos uns gefunden. Der Drow hätte uns wohl umgebracht. Aber als er von dem Talent meines Freundes fürs Tränkebrauen erfuhr, brachte er uns beide hierher, um sein Unterhaltungsgewerbe zu unterstützen. Warum habt ihr die da gefangen euch nie gewehrt? Oh, das haben wir durchaus versucht, sobald er uns den Rücken zudrehte. Aber Baylos hat uns mit einer Art Bann belegt, der uns Gehorsam aufzwingt. Ihr habt die Wirkung vermutlich auch schon gespürt. Wie können wir diesen Bann brechen? Das können wir nicht. Jedenfalls, soweit ich weiß, nur Baylos Wille. Oder vielleicht sein Tod kann uns befreien. Dummerweise verhindert derselbe Bann, der uns Gehorsam abverlangt, auch, dass wir uns wehren. Und es hilft auch nicht gerade, dass er stets diesen mächtigen Djinn an seiner Seite hat. Kann ich euch erstmal mit dem einen oder anderen Trank weiterhelfen? Sie sind alle noch warm. Ja. Heiltränke. Kaufen wir mal 6 Stück. Also einen Kampf werde ich dann noch machen, sobald wir hier mit den ganzen Leuten geredet haben. So. Elifiden. Ihr seid Elifid, nicht wahr? Solltet ihr nicht eigentlich in der Lage sein, noch Gedanken in meinem Kopf zu sehen oder sowas? Ich brauche Ringe, Zauberstäbe, Amulette. Was habt ihr? Stäbe, Schildamulett. Okay, das ist alles viel zu teuer. Ja, mehr Sterbliche, die sich vor Schmerzen auf dem Schlachtfeld winden werden. Würde ich es nicht so genießen, dabei zuzusehen, wäre ich versucht, selbst auf das Schlachtfeld zu treten und euch auszuweiden. Der Tor hat Bescheid gegeben, irgendetwas von einem ausgebrochenen Tiger. Ihr habt ihn nicht zufällig gesehen. Stellt meine Geduld nicht mit eurem primitiven Sinn für Humor auf die Probe. Ich gehöre zum Volk der Rakshasa, das bereits uralt war, bevor euresgleichen gelernt hat, Feuersteine aneinander zu schlagen. Vergesst nie, dass ich Baeloth Gast bin, während ihr sein Sklave seid. Okay, dann zeig mal, was hast du? Roben. Talos Geschenk. Naja. Ja, Schilde und so. Ihr seid Belos allerneueste Attraktion, nicht wahr? Nun, ich hoffe, ihr könnt ihm wenigstens ein Auge ausstechen, bevor ihr sterbt. Die letzte Gruppe hätte besser meine schweren Rüstungen gekauft. Hat Bär euch auch entführt? Entführt? Das hier ist mein Zuhause. Oder zumindest war es das, bevor dieser verfluchte Magier meinen Clan abgeschlachtet hat. Und zwar, nachdem er uns zuvor gezwungen hatte, diese verdammte Anlage für ihn zu buddeln. Ihr wollt sicher Rache. Nadugir wird Baylos bestrafen, sobald die Zeit reif ist. Bis dahin hindert uns sein grausamer Zauber am Widerstand. An manchen Tagen wünschte ich, er hätte mich zusammen mit den anderen vaporisiert. Zumindest müsste ich dann nicht diese Demütigung ertragen. Nun, was wollt ihr? Ja, Rüstungen. Ruhig ein Langschild für sie. Ein Schienenpanzer und einen Helm. Für ihn auch einen Helm.
Ein Kettenhemd. Für sie einen Schienenpanzer und einen mittleren Schild. Und einen Helm. Helm. Kein Helm. Kein Helm. Was sicherlich. So, letztes Baustück. Für Belos. Die Leichen der letzten Lieferung haben sie erst gerade gestern weggeschleppt. Ich nehme an, ihr seid zu der Erkenntnis gelangt, dass Beweglichkeit eure einzige Chance ist, noch etwas länger zu leben. Wie viele Leute hat Belos denn hier zusammengebracht? Dutzende. Inzwischen vielleicht sogar schon Hunderte. Ich versuche mich auf niemanden zu sehr einzulassen, da die meisten nicht lange in den Gruben überleben. Außerdem hege ich nicht die geringste Zuneigung zu eurer Art. Also, darf ich euch nun eine leichte Rüstung verkaufen? Ja. Geschlagener Lederwams. Und ihr könnt nichts tragen. Gut. Dann rüsten wir uns mal kurz aus. So. Besser geht gerade nicht. Ja, wird erledigt. Ihr habt lange genug gebraucht, armselige Abenteurerabschaum. Seid ihr bereit für euren ersten Kampf in der Arena? Die Menge wartet und ich will ihnen ein erlesenes Erlebnis bieten. Bitte lass uns frei, damit wir nach Hause zurückkehren können. Ich fürchte, ich kann euch nicht einfach gehen lassen. Denn das wäre doch durchaus deprimierend für die anwesenden, auffallend anspruchsvollen Anhänger andersartiger Aufführungen. Und seht doch nur, wie viel harte Arbeit allein in der Konzeption dieses kolossalen Komplexes des Kampfes steckt. Ihr würdet doch nicht wollen, dass all dies umsonst war. Oder? Ihr werdet sicher einsehen, dass ich euch unter diesen Umständen nicht einfach gehen lassen kann. Eure einzige Möglichkeit ist, eine ganz und gar großartige Darbietung im Ring zu liefern. Wenn wir uns weigern? Nun, natürlich könnte ich euch einfach töten. Und vielleicht auch eure Familien. Also lächelt fröhlich und... Oh, meine Güte. Der da sollte vielleicht besser nicht lächeln. Dieses grotesk gruselige Gesicht sollte sich mal ein Kleriker ansehen. Wie dem auch sei. Zurück zum Thema. Seid ihr bereit zu hören, wogegen ihr kämpfen werdet? Sind wir. Dann machen wir mal einen Kampf. Weil ich glaube, viel mehr wird das hier nicht sein. Hurra! Also dann, seid ihr bereit zu erfahren, gegen welch furchterregende Feinde ihr zuerst antreten werdet? Damit nicht irgendwelche unserer unwilligen Krieger unsere Zeit in einem wichtigen Wettkampf verschwenden, lassen wir sie sich mit einer kleinen Übung aufwärmen. Um also die Neulinge nicht gleich zu überfordern, fangen wir mit einem harmlosen Haufen Freischlinge an. Okay. Und ja, ich ändere jetzt nichts an der KI. Das hätte schlimmer ausgehen können. Ihr habt unter Beweis gestellt, dass ihr die Schwächsten aller Gegner in Grund und Boden stampfen könnt. Nun lasst uns sehen, wie ihr gegen jemanden besteht, der diesen 10 Tag auch was gegessen hat. Hey, Stufenerhöhung. Wie nett. Machen wir mal kurz die Stufenerhöhung. Ich glaube, einen Dieb braucht man nicht wirklich hier in diesem Ding.
Mehr magische Geschosse. Mehr Heilung. Kurz rasten. Ich bin hier, sicherlich. Neue Sachen haben sie nicht. Wir haben auch, glaube ich, kein Geld gekriegt, oder? Doch, 500 Gold. Okay. Gucken wir mal, was ist das nächste? Ah, ihr seid zurückgekehrt. Seid ihr bereit, den Arena-Boden? Ja, nächste Herausforderung. Die machen wir noch. Oh, neue Arena. Sie mögen nicht viel Eindruck machen, aber diese Fleischlinge haben eine gründliche Prüfung verstanden. Im Gegensatz zur letzten bemitleidenswerten Bande. Wenn ihr diesen Wilden widerstehen wollt, werdet ihr euch wappnen müssen. Kommen wieder Kreischlinge? Ja, Tatsache, wieder Kreischlinge. Okay. Gut gemacht, werte Wettstreiter. Ihr beweist, dass ich eine gute Wahl getroffen habe, als ich euch auserwählte, um in den Gruben zu verrecken. Wieder Erfahrungspunkte für Level-Ups. Ja, wieder Erfahrungspunkte für Level-Ups. Das geht ziemlich schnell, aber ich würde sagen... Sicherlich. Okay, ich werde hier trotzdem mal speichern. Einfach mal als Let's Play. Speichern. So, und dann gehen wir zurück ins Hauptmenü. Und dann würde ich mal sagen... Bedanke ich mich bei allen von euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß bei der ganzen Sache. Ja. Ich werde jetzt die schwarzen Gruben nicht wirklich weiter let's playen, weil das ist, sind einfach nur Kämpfe, habe ich bald so das Gefühl. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich Belor umbringen. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, was man noch ansehen müsste. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem zweiten Let's Play von Baldur's Gate. Bei meinem ersten Let's Play von Siege of Dragonspear. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei Baldur's Gate 2 irgendwann wieder, wenn es dann soweit ist. Deswegen mit einem herzlichen Hi-Ho verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns hoffentlich bei meinen anderen Let's Plays oder beim nächsten. Bis dann.